Ach, Und wusstest du? Niki, James Bond, wie fandst du denn? Gut. Ich habe die Teile davor jetzt nicht gesehen, aber ich fand ihn trotzdem gut. Kannst du den denn? Du hast ihn doch auch gesehen Samstag, ne? Ja. Ganz okay, ehrlich gesagt. Also ich hätte ihm eigentlich mehr erhofft. Waren die anderen besser, oder? Also ich fand Skyfall eigentlich sehr cool. Okay. Skyfall und Casino Royale. Also Quantum also Trost war irgendwie merkwürdig, den habe ich dort nicht verstanden. Oder halt, dann halt dieses Zusammenhänge, die dann halt quasi da stehen. Zusammenhänge? Hä? Was gibt's? Verstehe ich nicht. So. Das heißt ja natürlich nicht. Boom. Aber. Ich bin anscheinend noch gar nicht fertig mit dem Haus. Verdammt. Ja, shitte. So, Clownfisch abgeben. Nice. Nee. Nee. Yeah. Ich habe eine Sprachbehinderung. Du? Hä? Nein, X-Kid schreibt das gerade. Ich bin jetzt nur ein wenig. Du? Schatz, ich finde das immer toll, wie nett du von mir denkst und so. Ja, ich dachte, du hast jetzt gerade zu dir gesagt, selbst ich habe eine Sprachbehinderung. Da war ich dezent verwirrt. Nee, nee. Nicht? Nee, nee. Nee. Okay. Dann lag ich da wohl falsch. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja? Du Arschkeks. Wieso? Ich dachte, du hättest das gesagt und ich habe gefragt, ob du dich meintest. Du kennst mich. Du solltest wissen, dass ich keine Sprachbehinderung habe. Aber kann sein, dass du das von dir selber anders siehst. Was für eine sinnhafte Unterhaltung gerade. Was, dass du sprachbehindert bist? Ja. Oder denkst es zu sein? Schatzi, mach dich doch nicht selbst fertig. Du findest dich gerade mega lustig, kann das sein? Nein. Nee, nee. Ich bin kein lustiger Mensch, ich bin nur am Weinen. Nur am Weinen? Ja, total. Immer? Immer. Verstehe. Jetzt gerade auch, das ist mir schon so gewohnt, dass ihr das nicht mitkriegt. Genau so. So und nicht anders. Hast du auch dann so richtig schön zerlaufene Smoky Eyes Make-up drauf? Irgendwie nicht, ne? Also ich bin jetzt nee. Erstmal übel verwirrt, wieso du Smoky Eyes so... Hä? Kennst? Du weißt nicht, was das ist, oder? Hä? Ja. Aber Erik nicht. Voll easy. Ja, voll easy. Du bist voll easy. Oh Gott. Ich schieß mal einen Pfeil in den Nether, vielleicht treffe ich ja Hasi. Ich bin gar nicht mehr ein Nether. Simon weiß auch, was Mascara ist. Hm. Weißt du Bescheid? Ich glaube es zu wissen. Wo ist denn hier Brot in dem Lagerhaus? Ich habe 47 Hirne mit. Und 12 Brot und Fleisch. Also ich kann mir quasi ein Hirnfleisch-Brot-Sandwich machen. Lecker. Ich finde, das hört sich richtig, richtig nahrhaft an. Das ist Intelligenz-Food, ja? Nee. Nicht? Nee, ich glaube, das frisst dich dann selbst. Sag mal, Schatz, was hast du denn gerade eigentlich gegessen? Ich habe gerade ein Brot gegessen. Ein ganzes? Meine Mutter hat mir Brot mit Tomate gemacht. Oh. Deine Mama hat dir Brot mit Tomate gemacht? Ja. Mein Papa wollte und hat sie für mich was mitgemacht. Das ist nicht wahr? Nee, das ist Tomate. Aber ich mag Tomate. Ja, ich auch. Ja, das ist also cool. Ich mag Tomate auch. Oh. Was, wir mögen alle Tomaten? Wir haben so viel gemeinsam. Yay, oh Gottes Willen. Wir haben so viel gemeinsam. Oh Gott. Lass uns eine Gruppe bilden. Und dann achten
Genau, und dann versuchen wir unsere Menstruation auf einen Tag zu kriegen. Das passiert bei Frauen sowieso automatisch, wenn sie viel miteinander zu tun haben. Mhm. Alles klar, Simon, weißt du Bescheid? Nee. Wie, nee? Also ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal angekommen hier in der Welpenwelt. Ein anderes M-Wort dann entsprechend synchronisieren, aber... Das ist vollkommen pervers und abstrus, wenn du entsprechend dein Menstruations- mit dem Masturbationszyklus dann da kombinierst. Worum geht's jetzt hier? Gar nicht. Simon will wichsen, wenn ihr blutet. Es geht um Tomatenbrot. Ja, genau, das ist auch rot. Wieso sind wir denn schlimm? Also, ich komm gleich wieder. Ja, genau, ist klar. Ich will noch ein Tomatenbrot. Jetzt willst du ja doch noch ein Tomatenbrot. Hä? Jetzt willst du ja doch ein Tomatenbrot, ja? Ich hol mir noch einen Tee. Ein Tee. Ja. Lass mal ein Bier aufmachen. Nee, das nicht. Ja, jetzt versuch mal schön abzulenken. Das hast du dann verschissen. Kann sie mal mit dieser Stimme sagen, wir versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den größten Schwanz hat. Jetzt musst du nur noch sagen, wen du meinst und wer mit welcher Stimme. Meinst du Simon? Erik, wo bist du hin? Hier zu diesem Steinklotzgebirge, wo wir halt auch Extreme Hills... da oben, ja, alles klar. Damit wir uns hier gleich einfach so einen Eingang fräsen können. Warte mal, ich markiere schon mal das Gebiet. Oder sagen wir lieber, ich fräse mich einfach schon mal runter. Ich bin jetzt gerade bei unserem quasi Start-Aussichtsstein gewesen. Hinter dir. Ach, da unten, alles klar. Na toll, jetzt fängt es an zu regnen, natürlich. Ja, 33. Ernsthaft? Wieder da. Baby. Boah, Kati freut sich ja. Ja, weil du ihr kein Tomatenbrot mitgebracht hast. Ja, ey, das ist total gemein. Ja, aber das Tomatenbrot. Schatzi, ich hätte auch gerne eins. Tomatenbrot? Bist du sicher, dass du Tomatenbrot machen? Ich habe unten Brot und Tomaten. Siehst du? Du hast unten Brot und Tomaten. Das ist ein Zeichen. Könntest sie beschatten und uns dann weitergeben, was sie tut. Hat sie jetzt eigentlich gesagt, dass sie gar nicht mehr kommt, oder? Ja, sie hatte im Chat geschrieben, dass sie... Genau. Das habe ich nie mitgekriegt. Hä, wo ist denn der andere Stack Leder? Ich höre viel. Alles Glasplenium. Hä? Ah, okay. Also die Aussage soll von Vivox mit dieser Stimme kommen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, was diese Stimme war, aber. Ja, ich gerade auch nicht. Hä? Was ist hier los? Ach, Swifty wollte entsprechend einen... Er hatte gerade einen Satz geschrieben, wo er meinte, im Sinne von, das wäre sehr lustig, wenn einer von euch beiden den Satz mit eurer gesäuselten Stimme, die ihr gerade quasi hattet, entsprechend... Welche gesäuselte Stimme? Wir reden immer so! Was ist hier los? Das ist eine Beleidigung! Eigentlich nicht! Ich habe gerade auch gewundert zu hören, aber welche gesäuselte Stimme? Wollte klar zu haben. What? Wir müssen noch knapp 50 Blöcke nach unten. Ja, echt mal... Ja, ich hab einfach zu wenig Level. Was soll er machen? Die ganz hohe Stimme. Wir können es doch einfach mal so machen. Gleich sagt Niki mal Niki und dann sagt Kati mal Kati und dann weißt du entsprechend, welche Stimme du meinst. Also meine ist definitiv nicht die hohe Stimme. Ey. Sagte Kati. Und ja, Niki sagte ey. Ich sagte ey. Ich find's auch immer noch gruselig, meine Stimme auf YouTube dann zu hören. Mhm. Ich muss dann immer so.
Voll oh mein schlimm. Gott, ihr tut mir so leid. Ja. Wenn sie das für euch immer so anhört. Ich denke mir jedes. Selbstvertrauen. Denk mir jedes Mal, genau. Wieso hören sich die Leute das überhaupt an? Aber ich finde, ich höre mich voll unsympathisch an. Aber so richtig, richtig unsympathisch. So Schatzi, wie ein Mensch, den man eigentlich nicht mag. Schatzi, ich. Schatzi, ich kann dazu immer nur, sagen, wie gesagt, beim Gesangstraining damals war es ja auch so, Hausaufgabe war, nimm dich beim Singen auf, dann packst du das auf einen Kassettenrekorder, dann legst du dich hin und schläfst mit deiner eigenen Stimme ein und erst wenn du das kannst, hast du es geschafft. Aber das hat geholfen, also ich habe keine Probleme damit, meine Stimme irgendwo halt auf Aufnahme oder ähnliches zu hören. Ja. Ich wollte dir nur helfen, Simon. Du standst nur ein bisschen im Weg. Achso. Simon denkt sich, nee. Simon dachte sich gerade, ich werde hier verprügelt. Das war echt total tot, ne? Irgendwo in der Leder? Eine Leber? Leder. Leber ist lecker. Nee. Aber die suche ich gerade nicht. Die brauchen eine neue. Wo ist meine Leber? So viel habe ich jetzt. Letzte Zeit nicht getrunken, also. Muss ich halt wieder Kühe töten. Hast du doch kein Leder mehr? Ich weiß, ich habe irgendwie noch 33 Leder, aber ich meine, ich habe noch ein. Wir sind schon Leder. Bei 39. Mhm. Ich glaube, es war Niki, ich bin durcheinander. War bestimmt Niki. Und was wäre jetzt die Ursprungsfrage eigentlich? Er hatte ja einen Satz geschrieben gehabt, wo er meinte, es wäre sehr lustig, wenn diese Person halt eben diesen Satz vorlesen würde. Aber was für ein Satz denn jetzt im Endeffekt? Wir versuchen herauszufinden, wer von uns den größten Schwanz hat. Was? Wie jetzt? Moment mal, bitte. Ist man einmal nicht da? Ja, das passiert, wenn man sich Tomatenbrote machen lässt. Diesen Satz sagen, oder was? Ja, genau, richtig. Diesen Satz, den du gerade genannt hast. Genau. Ja, genau, richtig. Aber gesäuselt, nicht vergessen. Gesäuselt? Was meint ihr mit gesäuselt? Keine Ahnung. So wie ich überall rede, Dankeschön. Nein, nein, so, dieses gerade, wie du es entsprechend gemacht hattest, dieses sehr, sehr. Was war? Wollen wir die Beute teilen? Ja, aber ich bewahre sie, bis wir weg sind, erstmal in meinem Inventar auf. Ja, das ist ja okay, du hast erinnert dir, du hast eine Rüstung an. Man erinnere dich dran, sonst wird das dir nie wiedergeben. Nee, das ist so nicht richtig. Ja, natürlich nicht. Aber hast du auch Glücksdrop, also Glücksdingens? Glück und Effizienz. Ach, ja. Sehr gut. Glücksingens. Also wir sind bei 23. Bald haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier. Ich habe keine Schaufel mit. Warte mal. Ich schmeiß mal hier schon mal die ganze Scheiße in die. Was ich vergessen habe. Schatzi, er fragt, ob du es jetzt sagen kannst. Ich hoffe, sie leigert sich. Ich glaube, Niki ist pikiert. Was soll ich nochmal sagen? Du sollst. Warte mal. Aber ich weiß nicht, wir versuchen. Dieses sanfte, als bevor du gegangen bist, als du entsprechend über das Tomatenbrot geredet hast, hast du ja so eine sehr sanfte Stimme gehabt. Ich gehe mir jetzt ein Tomatenbrot holen. Irgendwie sowas. Ich kann das doch nicht nachmachen. Ich habe doch keine sanfte Stimme. Ich kann keine nachmachen, außer Niki. Ich weiß doch nicht, was ich nachmachen soll. Du hast doch, bevor du gegangen bist, hast du entsprechend, Ja, meinst du, ich weiß nicht, was für eine Tonlage ich gesprochen habe, ja? Ja, bestimmt. Das war sanft und toll und so. Ich mir jetzt ein Tomatenbrot. Das ist nee, ganz. Das war anders gerade. Nee, das war gerade halt. Wir haben doch gerade von synchronisierenden Menstruations- und Masturbationszyklen gesprochen. Und da bist du dann irgendwann einfach nur noch Tomatenbrot holen gegangen. Und da hast du eine sehr besondere. Da hast du eine besondere Stimmlage drauf gehabt und die. Ja. Genau. Weiß ich nicht. Wenn sie nochmal vorkommen, könnt ihr es mir ja sagen, dann weiß ich, was ihr meint. Dann wird bis dahin die Frage erstmal aufgeschoben. Ja. Genau. Wieso überhaupt diese Frage? Wie kam das dazu? Keine Ahnung, scheinbar hat deine Stimme dazu animiert, dass dieser Satz in eben genau dieser Tonlage gehört werden wollen sollte. Okay. Das war definitiv ein C. Ah ja. Noch tiefer, Erik? Wie weit sind wir jetzt? 13. Ne, dann 13, da würde ich sagen, hier auf jeden Fall. Oh. Wie geil, die hat mir gerade Tomatenbrot gemacht, oh mein Gott.
geil ist das denn? Manu, jetzt ich will auch ein Tomatenbrot, Mann! Jetzt geht's wieder. Erik, hier ist ein Lavasee. Oh mein Gott. Groß, Tomatenbrot! Wie doof man sich über Tomatenbrot freuen kann. Oh Gott, Alter! Was denn? Und auf deinem auch Zwiebeln. Was hast du denn? Ich bin gerade nach vorne geschoben worden. No. Nur Salz und Pfeffer. Pass auf, gleich kommt Nathalie wieder, bringt hinter der Zwiebel mit. Da ist ein Zombie auch hier. Da sind hier Dinger, ne? Smaragde. Ja, ich weiß, deswegen bin ich gerade hier mir was am. Redstone. Du bist hier unser Glück. Oh Gott. Bitte nicht. Sorry! Ey, für alle, die im Stream waren, ihr habt's gesehen, das war einfach nur Schwärze. Ich mach dann einfach die Fackel in die Hand und dann vor mir Creeper einfach nur. Hallo! Ich dachte, den hättest du schon längst gesehen. Oder? Nein! Ohne Witz, du musst bei der Folge mal auf YouTube gucken. Ich habe einfach nur Schwärze gesehen, das sah richtig geil aus. Und dann auf einmal, ich nehme die Fackel in die Hand, alles wird heller und dann so ein Creeper richtig im Gesicht so. Hallo, ich bin Batschko. So ein kleiner Penner, ey. Dieser elende Hodenkobold. Ich glaube, ich habe sie alle gefangen. So, du bist hier der Glückskeks, ne? Für Redstone auch. Genau. Sammelst du gerade Leder? Oder suchst du dein Leder noch? Ich habe jetzt nicht so viel, ich habe jetzt 43, aber das bringe ich dir vorbei. Oh, cool. Hast du zufällig eine Möhre dabei? Eine einzige? Ich bin gerade bei Erik. Meinst du, Erik hat Möhren irgendwo? Ich habe immer Möhren. Ich suche mal Möhren, immer wo ich die nicht. Wow! So, wenn ich jetzt noch mehr Redstone habe, nimm mir das. Also, ich habe jetzt hier diese 3-4 Blöcke abgebaut und habe über einen Stack. Ja, hier ist noch mehr, hier vorne, in der Decke. Warte, machen wir mal ein bisschen Sicht hier. Man hat doch hier so ein Lager: Pflanzen, Wolle, Leder. Da ist auch noch 4 drin. Soll ich die 4 von Erik auch noch mitbringen? Also ich habe jetzt 1,5 Stacks im Inventar. Krass. Alles war so schwarz und dann so ein grünes Gesicht, sagt auch der X-Kid Swifty. Das ist hier Arbeitssicherheit. Nein. Wenn du keine findest, ist nicht schlimm. Guck dir das mal an, jetzt im Stream, ihr seht das. Warte mal. Wo? Nee, das ist keine Möhre drin. Ich gehe mal kurz irgendwo ein Fenster zumachen, hoffe ich, weil ansonsten habe ich einen Hausgeist, der gerade meine Wohnzimmertür auf und zu macht. Das wäre auch witzig. Bedingt. Weil ich alleine bin. Ja, vor allem live im Stream. Dann hätte ich aber gerne die Cam an, wenn ich dann vom Geist verschleppt würde. Damit wenigstens hier YouTube auf jeden Fall einen richtigen Hammer-Highlight haben. Ja. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Jetzt muss ich nur wieder die Bahn finden. Ich glaube hier. Das ist nur die Frage, wer hat die Frage eigentlich in den Raum geworfen gerade? Welche Frage? Die Ursprungsfrage, die du stellen solltest in deiner Stimme. Wie war die nochmal? Jetzt bin ich pikiert. Ach, was war das nochmal? Lol, ey, ohne Witz. Ich bin gerade entsprechend in der Küche gewesen, hab das Fenster zugemacht, damit das hier nicht mehr durchzieht, weil ich denke mal, dass es einfach nur Durchzug war. Und guck dann einfach mal so aus Langeweile in den Kühlschrank und sehe, ich habe vom Wochenende noch eine Tomate da. Ich könnte mir auch einen Tomatenbrot machen. Das ist ein Zeichen, Schatz, ein Zeichen. Tomatenbrot ruft nach dir. Okay. Kennt ihr die Killer-Tomaten? Das ist ein richtiger Scheißfilm. Ja, aber er ist lustig. Also wir haben jetzt über 2 Stacks Redstone. Ich weiß nicht. Du bist wahrscheinlich oben, ne? Irgendwo hier in deinem... Ich sehe dich gerade. Da jetzt sehe ich dich auch. Hi. Hallo. Warte, ich hab dir erstmal Möhrchen. Hier ist Simon, irgendwas. Jetzt haben wir über 4 Stacks Redstone. Ich hab gehört. Ja, ich auch. Und ein bisschen Leder. Okay, danke. Wir hören die ganze Zeit, ich weiß nicht, wo der ist. Wir sind auf 11. Eigentlich sind für Diamanten schon so ein Stück weit sogar zu tief. Ich meine, Diamanten wären von 5 bis 12.
Okay. Guck mal nochmal. Simon, kleiner Tipp für Strip Mining, auch ab und zu mal stehen bleiben, ja, und einfach. Die Wände reinkloppen, ne? Ja, weil so habe ich jetzt hier beispielsweise gerade mal eben einfach so ein Eisen. Hier ist noch Redstone, ja. Ja, warte mal, ich baue das mal vorsichtig ab, nicht, dass da drunter dann Lava ist. Ist meistens immer so ein bisschen suboptimal. Kriegt man warme Sohlen. Ja. Ich soll nochmal an den Satz erinnern. Das von wem überhaupt? Ich glaube, es sollte von Niki kommen. Also, ja, und. Wer hat die Frage gestellt im Chat? Das Problem ist, ich weiß X-Kid Swifty. So, bei Minecraft Wiki steht, Fuchs. Man findet das Diamanterz am häufigsten auf Höhe 5 bis 12. Alles klar. Ich hab den Zombie gefunden, der war im Wasser. Ah, Penner. So, dann baue ich mal weiter mein Eisschloss-Dings da. Tun Sie das. Und jetzt quasi Nachbarn. Ich hab den Satz schon wieder vergessen, Erik. Simon wollte ihn mir nicht sagen, weil er pikiert drüber war. Ah ja, pikiert drüber. Der traut sich einfach nur nicht, das Wort Schwanz in den Mund zu nehmen. Hahaha. Nee, ist nicht so mein Ding. Ah ja. So was in den Mund zu nehmen. Haha, lustig. Oh, ihr seid so scheiße. Wieso sind wir denn scheiße? So. Nee, aber, Warte. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich sagen soll, also... Wir versuchen herauszufinden, wer von uns den größten Schwanz hat. Wer versucht das herauszufinden? Das sollst du sagen, warum auch immer. Ich kann's ja nur so weiterreichen. Nee. Wir sind übrigens aus den Extreme Hills schon raus. Wir sind bei den Tiger Hills. Hier sind noch hier ist Extreme Hills wieder. Redstone? Nein. Nein. Oh, geh mal da weg. Passiert. Da ist ein hier so ein hier, wie heißen die scheiß Läuse? Da kommt wieder einer raus. Oh Gott, wo kommen die her? Aus dem Stein. Uah! Lol. Hässliche, ekelhafte Viecher. Abgemurkst. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Normalerweise... Festung kenne ich so nur. Genau, richtig. Aber ich meine, Extreme Hills sind die einzigen, wo die auch so spawnen können. Mhm. Echt? Oh, ja. Bei unserem Endportal ist ja auch so ein blöder Spawner von den Teilen. Du kannst den Spawner einfach nicht komplett ausmachen. Total ätzend, weil ich habe ja alles da drumherum gebaut, damit wir da leichter hinfinden und es nicht verlaufen. Mhm. Mich ja jetzt niemanden angucken, niemanden so mit dem Finger drauf zeigen, so Erik und Niki. Was? Das letzte Mal, als wir da waren, so, kannst du uns raushelfen? Ja. Ich muss extra wieder zurücklaufen. Du hast dich selber fast verlaufen mit uns. Aber ich habe euch rausgeführt. Ja. Ja, das sagen sie alle. Ich hab da nicht eine halbe Stunde lang drin. Hey, das sehe ich jetzt als irgendwie so schon einen persönlichen Angriff hier. Außerdem habe ich jetzt überall Schilder gemacht, damit das nächste Mal nicht passiert. Also ich glaube, Redstone haben wir jetzt echt genug. Smaragd, hier vorne. Okay, hier. Okay, wo? Hier. Ich sehe nur deinen hohlen Schädel. Okay, waren drei Stück drin. Einfach mit einer hohen Stimme. Sagt der gute X-Kid Swifty. Nee. Der lässt aber auch nicht locker, ne? Scheint ja gerade ganz schön in Stimmung zu sein hier, der Kollege. Ja. Was denn? Ich habe Angst. Wovor? Ich weiß nicht. Lol. Ich höre Lava. Ich nicht. Ich könnte auf den Lavasee schießen. Kati ist gerade lustig, weil sie ein Tomatenbrot gekriegt hat. Ja. War auch sehr lecker. Boah, ich mach mir gleich auch eins. Oh, ich hab jetzt so voll Bock drauf. Hast du Lava gefunden? Ja, über uns. Oh! Also ich finde erstaunlich nicht Diamanten. Ja, geht mir ähnlich.
Simon, such mich, finde mich. Alles klar. Ach, ich habe schon wieder vergessen, Schwarzpulver mitzunehmen. Bin ja mal gespannt, ob du mich findest. Oh, ich sehe dein Namensschild schon. Ich muss mich beeilen, damit du mich nicht zu einfach findest. Hier hinten war die Tiger. Hier ist noch Redstone. Ja, den Redstone habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen ignoriert.